Fertig. Zu Vivido. Jetzt bist du dran, José. Ich muss zu dem Flugplatz. Fahrbarer Untersatz. Da, dein Auto. Kümmere dich nicht um den Katze.
Den Weg laufe ich nicht. Hier ist sie wieder. Sogar die Einschusslöcher sind geflickt. Danke, danke. Unterwegs. Ich brauche was mit PS. Hier ist deine Karre. So gut wie neu. Infos brauche ich gar nicht. Dann erzähle ich dir eine andere Geschichte. Es war einmal ein Mädchen, das davon träumte, die berühmteste Straßenrennfahrerin zu werden. Doch ihr Vater wurde krank. Also arbeitete sie stattdessen in der Werkstatt der Familie. Eines Tages kam eine zauberhafte Guerriera und erfüllte ihr diesen Traum, wofür sie sehr dankbar war. Ich will nur mein Happy End, Dani. Wo ist denn unser kleiner General? Einer unserer Guerilleros hat ihn im Kontrollturm gesehen. Gut, dann gehe ich da mal hin. Thank you.
Hey, er ist nicht hier. Gonio, sicher? Das kleine Arschloch könnte sich überall verkrochen haben. Nein, er ist... Thank you.
1 Million, wenn du sie tötest. 2 Millionen. Jaranische Zigaretten. Ich dachte, die kriegt man hier draußen nicht. Anton liebt mich. Er schickt seine Truppen, damit sie jeden von euch Monteros dafür vergewaltigen und umbringen. Ich sehe keinen Anton. Oder deine wahren Jarana-Freunde. Weißt du, mein Papa gab mir diese Klinge, als ich 7 war. Brachte mir bei, sie zu werfen, wie man tötet. Du siehst ihm sehr ähnlich. Sag mir, war noch genug von ihm da für eine Beerdigung? Aber diese Klinge, sie sagt nicht gerade Militärmacht, oder? Du nahmst mein Land? Du nahmst mein Papa? Und jetzt wirst du etwas geben. Nos vemos, Napoleón el pequeño. Irgendwie ganz anders als früher. Brava, Junge Chorizo. Andros Ford. Schon wieder. Dann ist das seine Entscheidung. Und Papa? Konnte er sich entscheiden? Hat er uns etwas gewinnen sehen? Ihr hättet nie was gewonnen, wäre er noch hier. Woher verdammt will die Königin von Libertad das wissen? Ich weiß, dass er dir nie die Finca gegeben hätte. Oder das Lager. Aber sieh nur, was du erreicht hast. Espada, dich hat das Lager gebraucht. Du bist, was Libertad braucht. Du bist es, die uns hilft, Castillo auszuschalten. Sie hat recht, Espada. Ohne Hilfe hat der Westen keine Zukunft. Und Libertad hat keine Zukunft ohne den Westen. Wir schütteln keine Hände. Wir trinken. Auf die Monteros. Auf die Zukunft. Wenn du beichten willst, beichte. Wieso sind wir hier? Du hast José doch nie gemocht? Wieso? Er war ein Arschloch. Wieso? Er war schwach. Mein Papa sagte immer, Gott schenkt den Löwen den Sieg. Klingt religiös. Mi Papa liebte Jesus. Er sagte immer, Jesus wäre ein guter jaranischer Präsident. Mi Anton, du darfst nie vergessen. Jesus war sowohl Löwe als auch das Lamm. Herrsche mit Stärke, aber zeige Verständnis für das Leid. Du glaubst das? Als er ermordet wurde, mussten deine Großmutter und ich uns allein durchschlagen. Sie erzählte immer, wie besessen mein Vater von diesem Spruch war. Sie hasste ihn. Wieso? Weil er völlig falsch lag. Sei der Löwe und das Lamm? Nein, sie sagte, Anton, es gibt Löwen und es gibt Lämmer. Herrsche oder werde beherrscht. Ein Castillo ist der Löwe. Denn Yara ist voller Lämmer. Du redest nie über sie. Sie war immer stark, schlau, energisch, aber eine Frau in Yara. Und damals hatte sie die falsche Hautfarbe. Mein Papa war ein Lamm. José war ein Lamm. Wieso wir hier sind? Du bist ein Löwe. Und wir fressen die verdammten Lämmer.
Der Westen schuldet dir seine Freiheit, aber wir müssen weiter an Fahrt gewinnen oder die Revolution findet nicht statt. Maximas Matanzas und die Legenden sind da draußen und brauchen deine Hilfe. Hab verstanden. Danke, Clara. Mm-hmm.